Einen schönen guten Tag. In diesem Video werden wir uns eine Neuerung ansehen, die Sie in der Version 3.7.0.9.2.6 oder beziehungsweise ab dieser Version im Serviceauftrag wiederfinden. Und zwar handelt es sich um diesen unspektakulären Button Suchen, den Sie hier oben wiederfinden. So, dieses Suchenfensterchen, das war leider Gottes in der Vergangenheit nicht möglich, macht schon Sinn, wenn Sie sehr, sehr viele Serviceaufträge haben. Eventuell nach einem speziellen Kunden suchen wollen oder nach gewissen Schlagwörtern suchen wollen. Sowohl in der Teileliste, das heißt in der zugefügten Teileliste, weil Sie können ja hier verschiedene Teile verbauen, die Sie dann später abrechnen können. Oder Sie können nach Schlagwörtern im Auftragstext oder im Serviceauftragstext suchen. Das bedeutet im Klartext, wenn Sie auf Suchen klicken, haben Sie zum einen mal die Möglichkeit, hier nach einem bestimmten Kunden zu suchen, der schon voreingestellt ist, das heißt der markierte Kunde des Vorfensters, also des Hauptfensters, hier unsere Musterfirma, wird beim Aktivieren oder beim Anklicken von den Button Suchen schon hier als Suchkunde übernommen. Wenn Sie das nicht wollen, klicken Sie einfach auf dieses X, um zu sagen, nee, ich will die Auswahl, die ich nun haben möchte, ist nicht kundenbezogen, sondern unter Umständen artikelbezogen. Sie können an dieser Stelle dann sagen, ich will jetzt nach Schelle suchen und nach Schraube suchen. Das bedeutet, wir wollen nun alle Serviceaufträge haben, bei denen bei den Teilen, die Sie hier zugefügt haben, Schelle und Schraube vorkommt. Ganz wichtig. Also immer die Kombination ist und nicht oder. Also es bedeutet nicht, dass Sie sagen, ich zeige mir alles, wo Schelle vorkommt oder Schraube. Nein, die Kombination bedeutet, zeige mir alles, wo Schelle vorkommt und Schraube vorkommt. Dabei kann das Wort, wenn bei den Teilen zum Beispiel Schrauben steht, wäre das hier auch ein Treffer, hier Schraube. Oder wenn Sie Schellen verkauft hätten anstatt Schelle, wäre das auch ein Treffer, weil das Wort Schelle kommt ja in Schellen vor. Okay, und wenn Sie nun auf Aktualisieren klicken, dann zeigt Ihnen den dementsprechenden Text, also den dementsprechenden Serviceauftrag an. Das gleiche gilt natürlich auch für den Auftrag. Ich nehme das jetzt mal wieder raus, um mir alle anzeigen zu lassen. Das gleiche gilt für den Auftrag, wo Sie sagen können, ich will jetzt hier nach was suchen? Ich sage jetzt mal nach Alte und Ausbauen. Oder andersrum, einbauen. Alte, einbauen. So, in unserem Beispiel würde ich hier im Serviceauftrag 2 des Testautohauses das Wort Alte im Serviceauftragtext vorkommen und einbauen kommt auch vor. Wenn wir nun auf Aktualisieren klicken, dann haben wir tatsächlich nur noch einen Treffer hier und zwar hier von unserem Testautohaus, bei dem diese Wörter vorkommen. So, haben wir hier ein Wort ausbeulen. Ausbauen, okay. Wenn wir mal sagen, wir wollen im Auftrag nach aus B suchen, also ausbeulen und ausbauen kommt in beiden Serviceaufträgen vor. Ja. Jetzt klicke ich auf Aktualisieren. Klar, dann habe ich nun beide Serviceaufträge hier angezeigt, weil aus B kommt bei ausbauen und auf ausbeulen vor. So, haben wir hier noch eine Übereinstimmung. Neue, okay, neu und haben wir auch neu, okay. Und dann suchen wir hier noch zusätzlich nach neu. Wir müssten nun wieder beide Treffer haben, weil neu lackieren und hier haben wir neue, müsste auch ein Treffer sein, aktualisieren. Das heißt, wir haben hier wieder beide Serviceaufträge angezeigt. Wenn wir nun hingegen sagen neue, was ja nur in dem einen Auftrag vorkommt, dann zeigt er uns hier diesen Serviceauftrag 2 wieder an, weil hier neue vorkommt und aus B. Also das heißt, diese Schlagwortsuche funktioniert schon hier relativ gut. Wo wir jetzt noch eingehen möchten im Suchfenster, ist der Filter des Kunden. Und zwar Filterkunde, kommt hier dieses Fensterchen. Jetzt können Sie sagen, Sie kennen, oder für diejenigen unter Ihnen, die dieses Fensterchen noch gar nicht kennen, noch gar nicht wahrgenommen haben und sagen, ja, seit wann gibt es jetzt das? Das gibt es schon sehr relativ lange. Und zwar, Sie können ja bestimmen, wie das Suchfenster bei einem Kunden auszusehen hat. Das tun Sie in gewohnter Art und Weise, natürlich über die Systemeinstellungen, die Sie über Administration und Systemeinstellungen erreichen können. Sie klicken anschließend auf die Karteikarte Verkauf, Verzeihung, und dann auf Verhalten und Optik. Ich mache das mal ein bisschen größer.
Und wir haben hier nun dieses Standard-Kundensuchfenster. Hier können Sie sagen, ob es das Standardfenster ist oder das erweiterte Fenster. Das Touchscreen-fähige Fenster würde ich Ihnen nicht empfehlen, weil das meiner Meinung nach relativ wenig Sinn macht und relativ unkomfortabel zu bedienen ist, wenn Sie mit individuellen kleinen Daten zu tun haben. Das bedeutet, Sie müssen mal nach Meier, Müller, Schmidt und Huber suchen und nach Schraube eingeben. Und also wenn Sie viel Buchstaben tippen müssen, ist Touchscreen nicht so toll. Da empfehlen wir Ihnen also tatsächlich eine Tastatur anzuschließen und darüber zu arbeiten, geht wesentlich schneller und ist auch wesentlich komfortabler. Okay, also wenn Sie hier sagen Keyboard Standard, bedeutet es, sowohl in der Kasse als auch in der Rechnungskasse, also überall da, wo Sie Kunden suchen können, würde dann das Fenster wie folgt aussehen. Das heißt so, Sie haben hier ein einziges Textfeld, wo Sie nach irgendwas suchen können. Hier können Sie zum Beispiel nach Max suchen. Ne? Nun wird der von Ihnen eingegebene Suchbegriff im Kundennamen, also im Nachnamen, im Vornamen, in der Straße, im Postleitzahl, im Ort, in der Telefonnummer, in der Handynummer, in der EAN-Nummer, in der E-Mail-Adresse und in der Firmierung gesucht. Das ist sehr schön. Schwierig ist es natürlich, wenn man mit vielen Kunden arbeitet. Wenn man mit vielen Kunden arbeitet, empfehle ich Ihnen tatsächlich hier umzustellen, weil Sie nun wesentlich leichter Kunden oder finden können, wenn Sie sagen, Sie wollen dieses erweiterte Fenster haben. Denn Sie können nun, wenn Sie hier auf Filter Kunde klicken, tatsächlich sagen, Sie suchen nach dem Namen Müller, weil Müller gibt es jetzt nur zweimal, da gehöre ich mich auch dazu. So. Und dann können Sie sagen, ja, aber Müller nur in Schwandorf, die im Musterweg 12 arbeiten, ja? Oder Sie sagen Müller, Max, wie auch immer. Sie können also dann hier kombinieren. Das heißt, das Finden eines Kunden ist nun wesentlich leichter. So, dann haben wir ja diese Neuerungen schon. Das Einzige, was mir vielleicht oder was ich an dieser Stelle, glaube ich, vergessen habe, noch zu erwähnen, wenn Sie einen Filter gesetzt haben, dass Sie sagen, Sie wollen ein eingegrenztes Suchergebnis haben, das Sie aber nun wieder aufheben wollen, müssen Sie einfach eins machen, Sie müssen auf Suchen klicken. Sie klicken auf das X, damit Sie sagen hier, dass der Filter auf keinen Kunden gesetzt ist und dass in der Schlagwortsuche bei Artikel und Auftrag auch nichts drin steht. Dann klicken Sie auf den Button Aktualisieren und Sie erhalten nun eine vollständige Liste mit den von Ihnen getätigten Serviceaufträgen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen, es hilft Ihnen weiter und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Tschüss!